Tja, jetzt regnet's. Unser Garten. Schon feucht. So klein hier. Aber nichts, was man nicht mit ein bisschen Speis und ein bisschen Farbe wieder regeln kann. Ja, das Wetter ist jetzt... Danke. Ja, das hier ist unser Vorgarten, hätte ich beinahe gesagt, unser kleiner Gemüsekräutergarten. Und ja, die ganzen Bäume, die hier wachsen, unglaublich. Direkt hier, dieser zum Beispiel. Ne? Tja, was wächst da dran? Sieht mir ganz wie Papaya aus, hä? Oh, es wird nass. Da auch. Ja, da auch. Und Avocados, das ist der Avocado-Baum, da wo sich die Pipinella jetzt hochranken. Ja, da gibt es dieses Jahr relativ wenig. Schon dicker Avocado-Baum. Ja, und Bananen. Und ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ja, das hier ist die Tür in der Küche. Ja, aber die werden wir wohl einfach zumauern oder so. Aber ich will mich da noch gar nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Da gibt es noch so viele Sachen zu besprechen. Ja, mit den alten Gasflaschen müssen wir auf jeden Fall aufpassen, wenn wir die entsorgen. Das ist nicht mehr so vertrauenerweckend. Ja, da hinten ist noch bestimmt noch ein Avocado-Baum, glaube ich, und weitere tropische Früchte, die ich nicht kenne. Zum Beispiel diese dort. Die sehen aus wie die Papaya, aber an einem langen Stiel. Ja. Soll ich jetzt das Blöd sein? Nein. Keine Ahnung. Ja, und darunter geht das Grundstück auch noch. Da waren wir noch gar nicht. Unbesehen gekauft. Ja, das ist unser Tal hier, ne? Und wenn die Regenwolken sich verzogen haben, scheppert das hier richtig mit der Sonne, ne? Das Tal öffnet sich
Richtung Süden. Das ist gut. Deswegen haben wir das Haus auch gekauft. Wir haben hier so viel Sonne, aber eben nicht zu viel. Ja, und dann, wenn der Regen sich verzogen hat, gehen wir mal ein bisschen tiefer in den Garten rein. Ne? Sind schließlich zwei Fußballfelder. Das passt uns für die. Ja, wir wollen hier das Stückchen Land bis da hinten zur Mauer höchstwahrscheinlich überdachen. Dann kommen hier diese Betonpfeiler weg mit diesem komischen Dach hier oben dran. Das wird wohl alles wegkommen. Und dann wird das Stückchen Land hier, was man so sieht, eingeebnet auf dieses Niveau, wo wir jetzt gerade drauf stehen. Hier diese Papaya-Bäume, die müsste man einbinden, also die will ich auf keinen Fall fällen. Die will ich nicht fällen. Ja, und dann geht das hier so entlang bis nach da hinten, überdacht, mit einer kleinen Lounge, luftig, aber doch regensicher. Ja, das ist eine schöne Idee. Und dann können diese ganzen Pflanzen nämlich stehen bleiben. Das kriegt man hin. Das kriegt man hin. Und dann hat man halt so einen kleinen Aufgang noch. Dort geht es ja hoch an der Papaya vorbei und da oben dann an der Mauer vorbei. Dann geht es dann hoch zum anderen Garten. Und da hätte man schon einige Quadratmeter, das sind dann 60, 70 Quadratmeter, die man hier Außenwohnfläche bekommen würde. Ja, das wäre schon toll. Und dann direkt Zugang zum tropischen Garten dort hinten. Ne? Und den könnte man auch relativ einebnen, damit der Boden wieder gerade wird, weil ihr seht ja, da ist richtig schief alles da hinten. Dann könnte man ein bisschen mit Erde auffüllen und das begradigen und so. Ja, und was dann hier mit dieser komischen Mauer passiert, ja, die könnte man einfach wunderschön verputzen und dann sieht die auch toll aus. Weil eine Mauer muss man dort dann eigentlich haben, wegen der ganzen Erde, ne? Aber könnte man dick verputzen. Da kommt dann noch unser Jungo-Logo drauf, was wir noch nicht haben. Was nehmen wir denn da für ein Jungo? Keine Ahnung, was stellt man sich denn so vor um ein Jungo? Ein Jungo? Ja, es ist etwas Gefährliches. Ein Fabelwesen, ne? Ein Jungo. Aha. Ich kann ja einen malen. Ja, wäre doch eine Idee. Gut. Hinter der Jungo. Und falls irgendjemand weiß, was das dort an diesen drei Bäumen für Früchte sind, der kann uns gerne Bescheid sagen. Wir haben keine Ahnung, was das dort sind. Ja, Ideen sammeln. Wir haben jetzt Sonntag, am Mittwoch treffen wir unseren Architekten. Ne? Und ja, da gibt es viel zu gucken. Ja, das sind jetzt erstmal unsere ersten gesammelten Ideen für den Garten, der hinterm Haus ist. Für den ersten Garten, der hinterm Haus ist. Es gibt noch so viel. Tja, gucken wir weiter. Ja, das hier alles zu überdachen, wäre schon eine tolle Idee. Da geht es dann zur Dachterrasse hoch. Ja. Das ist schon eine tolle Idee. Und das hier begradigen. Ja. Und wenn man hier diese Papaya stehen lässt, hier diese. Dann könnte man auch theoretisch direkt ab dort 2 Meter oder 3 Meter bestimmt rein und alles runterziehen. Quasi bis zu dem Bohnengestänge hier. Weißt, und dann einfach Dach drüber. Und dann hier um die Bäume noch einen Winkel bis hinten zur Mauer. Theoretisch. Ja.
Was mir jetzt auffällt, wenn wir das einebnen wollen, dass die Papaya ja 1 Meter über dem Boden wäre. Ja, die braucht dann ein Special Place. Ne? Die muss dann halt, bekommt dann halt ein, quasi einen Mountain-Korb oder genau, einen Garten. Genau. Da kann man ja auch einen Sitzplatz draus machen. Theoretisch. So im Kreis herum. Ja. Theoretisch geht das alles. Und nach unten wird die natürlich weiter wurzeln. Ne? Ja, also das könnte ich mir gut vorstellen. Und dort auch. Ja. An dieser. Ja. Ne? Und nach oben kriegt die Papaya dann eben eine Aussparung fürs Dach. Die hat ja Gott sei Dank keine dicken Äste zur Seite und so. Dann kann man bestimmt mit Gummilamellen und so einiges basteln. Eine schöne Idee. Und dort ab dem Waschbecken quasi 3 Meter rein in den Garten, dann 90 Grad versetzt, hier am Bohnengestell bis dorthin und dann nach hinten bis zur Mauer. Schon ziemlich cool. Aber ich sehe gerade, mein Strom geht zu Ende. Von daher muss ich jetzt mal gucken, wo ich das Handy auflade. Bis gleich. Judith wollte schon Bananen ernten. Ja, Werkzeug. Ja, und hier ist die Weinpresse, ne? Ja, die Weinpresse werden wir auf jeden Fall erhalten. Ja, unsere Bananen sind reif. Ah, noch nicht ganz reif. Jo, Ananas. Handschuhe bei sowas, bitte. Ja, da ist der Ofen. Ja, da kriegt man einen Eindruck, was das hier für ein Projektchen ist, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. Tja, das wäre gar keine schlechte Idee, das hier wirklich einzuebnen, auf ein Niveau vom Haus zu holen und dann hier einen schönen Living Room draus zu machen noch. Ja, Werkzeuge brauchen wir. Die rote Guave. Jo. Da.
Aufgabe. Es würde sogar Sinn machen, wenn man von weiter unten einebnet, dass man dann von der Höhe vom Dach aus eine Überdachung machen kann. Ja, also noch eine Ebene tiefer, nicht dort, wo der Tisch ist, sondern noch etwas tiefer. Ja, ja, umso mehr Erdbewegung musst du natürlich machen, ne? Ja. Du musst nach den Bäumen hier. Und dann musst du dort dann an den Bäumen eine neue Mauer ziehen. Mhm. Also wenn man richtig tief gehen will. Okay. Besprechen wir das. Ich denke nur, weil das Dach, das jetzt ja dort ist, ist erstens zu tief und zweitens ist es von der Dachterrasse, es ist einfach sehr hoch über dem Dach. Ja, sicher. Also das würde dann schon etwas abgesetzt vom Haus aussehen auch. Ja. Das ist so. Und wenn man möchte, dass es mit dem Haus harmonisiert, dann muss das eben ein bisschen tiefer sein. Jo. Aber das besprechen wir dann mit dem Architekt, wie er das sieht. Aber dafür musst du dann richtig krasse Erdbewegungen machen und dafür brauchst du einen Bagger hier. Ja, hat einen kleinen Bagger. Ja, kriegt man einen Bagger hier hin. Mit dem Auto? Kriegt man einen Bagger hier hin. Dann muss er da rauffahren. Worauf? Da zwischen der Weinpresse rauf. Ja. Sonst mache ich das von Hand. Boah, das sind hunderte von Tonnen, die du bewegen musst. Schauen wir mal. Ne? Aber das wäre schon eine tolle Idee. Ja, und da geht unser Grundstück weiter hoch, ne? Weiter, weiter, weiter. Solange wie es nicht regnet, haben wir eine Chance. Ja, und hier muss man einfach regelmäßig mit einer Machete, muss man hier regelmäßig durch. Ja, diese ganzen Wege werden wir auf die Dauer dann auch anpassen. Hier wird alles mit gecleant erstmal und dann betonieren wir uns hier schön, schönen Weg. Hier machen wir uns einen richtig schönen Weg. Wir lassen die natürlichen Steine hier und ja, damit Concrete halt was Schönes bauen. War schon recht gefährlich, ne? was hier so wächst, ist ja einmalige Pflanzen hier, einmalige. Ja. Hier beginnt schon der Wein. Ja, da hat sich aber keiner drum gekümmert. Sieht nicht besonders gut aus. Ja, hier ist unser Becken. Und wie gesagt, wir haben ja noch zwei Löcher hier im Grundstück. Die müssen wir nochmal ganz genau sondieren, wo die jetzt genau sind. Aber ich habe da keine Angst. Ja, hier geht der Weg weiter. Hier ist der Wein. Mal gucken, wo die linken Grundstücksgrenzen ungefähr sind. Ja, alle
diesen Pelz hier. Dagegen muss man mal was tun. Der Wein auch. Ja, bis da oben zur Straße, da wo das Schild ist, geht unser Grundstück hier. Ah, da vorne scheint ein Limonenbaum zu sein. Oh, und das Bienli. Ich glaube, das ist Zuckerrohr. Ja, Zuckerrohr. Und hier Abfall von Pflanzen und boah. Ja, da kann man dann Tag für Tag Gas geben, Tagesprojekte machen, aufräumen, offenlegen. Schaut euch mal da hinten diese Mauern an. Ja, das sind alles diese Terrassen hier, ne? Ja, der Wein ist schon etwas krank, glaube ich. Da muss man sich was einfallen lassen. Notiz an mich, sich grundsätzlich über Wein und Anbaumethoden und Schädlinge informieren. Ja, Pipinella ist überall. Ja. Und erstickt die sogar. Ja, Machete und Gas geben. Ne? Ich glaube, das ist ein Loch. It's you, Messi. Könnte auch sein, dass dieser Baum dort gar nicht mehr zu uns gehört. Hier geht der Wein weiter. Aber nur ein Stückchen, da kommt dann irgendwas anderes. Ja, eben, die rechte Seite gehört auch uns. Welche? Diese Seite vom Weg. Aha. Und dort das nicht mehr, da wo der weiße... Ich glaube, es geht bis zum Wein. Der Wein ist okay, Grenze. Okay. Aber hier ist noch ein Häuschen drauf und das gehört, glaube ich, auch noch zu uns. Das ist hinter dem Wein. Das gehört nicht mehr zu uns. Also auf der Karte war das Häuschen, glaube ich, dann auf unserem. Müssen wir mit dem Plan mal hier durchlaufen. Mal gucken, wo das Haus ist. Das Haus ist ja hier vorne. Ja. Ne? Mal schnell gucken, was dort ist. Ne? Und auf Drähte und so aufpassen. Ja. Ja, das denke ich auch. Aber das dort, wo es grün ist, das gehört noch zu uns. Ja. Ja. Das nicht. Wie gesagt, der Wein ist die Grenze. Mhm. Pass auf Draht auf, Schatz.
Ja, das ist unser Tal hier, hä? Und dort hinten wird jetzt ein Tunnel gebaut, der von dort kommt und sich dann über das Tal hinter dieser Nase hier wieder in den Felsen bohrt und dann da hinten die Richtung weitergeht, sodass wir hier unten überhaupt gar keinen Verkehr mehr haben werden. Ja, das ist schon gut. Ja, und das hier ist unser Wein, ne? Ja, da müssen. Puh! Ja. Jupp, 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 jupp. Ah, Nino. Hey, Nino, komm so mal. Ja, und dann ist das hier auch noch alles unsers. Das werden wir alles frei machen müssen. Alles frei machen. Ja, und da oben sieht man auch schon, da ist noch ein großes Wasserbassin, da ganz, ganz, ganz hinten. Da sind noch 20 Kubikmeter Wasser drin. Da, ja, das ist auch unseres. Süßkartoffeln. Süßkartoffeln. Angeknabbert. Angeknabbert, haben wir Ratten? Okay. Ja, da werden wir uns auch noch drum kümmern müssen. Aber wenn, dann werden da bestimmt, ja, Ratten, weiß ich nicht, Mäuse. Ja, das oder das. Auf jeden Fall fressen die da die Kartoffeln alle weg. Schau mal. Ja, haben die zu essen, ne? Ja. Ja. Gucken, ob das eine Plage ist oder ob die einfach hier leben. Wenn die hier leben, dann sollen die auch hier leben. Ne? Leben und leben lassen. Boah. Alles Orangen. Ja. Tja. Hat gar niemand geerntet. Keiner hat die Orangen geerntet, ne? Da ist alles voll. Tja, Leute. Wir haben uns das Grundstück ja nie so intensiv angeschaut, wie wir das jetzt tun. Wir waren einfach von dem Preis des Grundstückes plus Haus, waren wir schon so fasziniert. Und das in dieser Traumumgebung. Wir haben ja schon immer auf die Region Santana gestanden, schon vom ersten Tag an. Und wir kommen ja seit, keine Ahnung, 15 Jahren hierhin. Santana war schon immer unser Ding und ja. Wir haben uns bei dem Besichtigungstermin mehr um das Haus gekümmert, um zu sehen, wie das Haus beschaffen ist, wie die Wohnsubstanz ist und. Und jetzt gucken wir uns zum ersten Mal wirklich das Land an, was wir gekauft haben. Ne? Und ich muss sagen, ich bin einfach baff. Ich bin baff. Tja, Orangen. Sag mal was, du bist im Bilde. Eine Orange. Eine Orange, viele Orange. Orangen. Ja, du müsstest erstmal klar werden, was da alles auf dem Grundstück ist. Krass, hä? Unglaublich. Unglaublich. Boah. Mmh. Krieg ich ein Stück? Da. Danke. Mmh. Mhm. Etwa Dauer. Ja, Freiräumen. Das heißt, Machete, Sicherheitsschuhe, Hacken, Haken. Spätestens beim nächsten Besuch
Wir werden nächste Woche, wenn die Läden wieder aufhaben, erstmal Werkzeuge schon mal kaufen. Boah, jaua. Ja, wer hat schon einen Wasserfall vor der Tür, ne? Nicht viele. Aber ja. Ja. Boah, was schön. Ja, da gehört das da auch noch alles zu uns. Ist das eine Fiege? Könnte eine Feige sein, muss ich von Namen sehen. Ich glaube aber schon. Oder Schatz? Ja. Ist doch eine Feige da drüben, ne? Riesig, riesig, das Teil. Orangen. Willst du eine Feige? Nein, ich wollte nur wissen, was das ist. Ich wollte. Ne. Unglaublich. Aber überwuchert vom Pipinella, da werden wir frei machen. Und da hinten ist das Avocado. Ja, ne? Das, was ich da oben in den Ästen sehe, ist wohl Avocado, ne? Aber die Frage ist, ob das noch zu uns gehört. Höchstwahrscheinlich schon. Weil so klein ist unser Grundstück nicht. Von links nach rechts. Das wird auch noch dazugehören. Ja, das müssen wir exakt ausdefinieren mal, ne? Ja, ist noch mal mit ein Pilz. Wir müssen noch mal mit den Plänen hier rauf. Mit wem? Mit den Plänen. Ja. Und niemand erntet hier, ne? Tja, so sieht unser neues Leben in Madeira aus. Spannend. Ja, gerne. Eine Orange. Ist aber genauso sauer wie die andere. Genauso sauer? Ja. Die Saison kommt auch erst. Die kommt erst so November. Mm. Boah, lecker. Aber saftig. Mm. Ja, und diese Wege hier, die werde ich noch richtig befestigen. Aber das kann man selber machen. Ordentlichen Schotter. Bisschen Beton und dann geht das. Gehen wir mal höher. Ah, hier die Stufen sind eigentlich gut.
Ja, spätestens ab diesem Stück hier müssen wir genau gucken auf der Karte, was unseres ist und was nicht. Spätestens ab diesem Stück hier. Weil ich meine, auch auf der Karte wird es dann etwas schräger oben zur Bushaltestelle hin. Ist ja ein Zaun dort. Aha. Das wird schon stimmen. Bitte? Der Zaun dort wird schon stimmen. Aha. Ja, das dort. Dieser ganze Hügel dort gehört auch noch uns. Ne? Ganz schön steil. Ganz schön steil. Ja. Ah, Judith erntet schon Zuckerrohr. Schilf, okay. Ja, gibt viel zu tun, da Ordnung zu machen. Ja, und dieser Pilz hier, der ist merkwürdig, ne? Ja, alles voll. Aber ich glaube, wenn wir das ganze Unkraut und mal einfach die alten Blätter alle weggeräumt haben, dann ist es auch gut. Ja. Also so ein Kreislauf. Ja, hier müssen wir einfach mal ordentlich Gas geben. Und dann mal schauen, ob es vielleicht etwas Biologisches gibt, um das zu bekämpfen. Jo. Ach ja, schön. Ein Stall. Ein Stall. Wahnsinn,
Wahnsinn. Noch viel größer, als ich gedacht habe. Ja, das sind zwei Fußballfelder, Schatz, ne? Ja. Und da in dem Busch scheinen irgendwie Schlupfwespen zu sein, die sich da in den Blättern niedergelassen haben. Das ist schön. Passionsfrucht. Okay. Irgendeinen Busch. Ja, aber diese Warzen dort. Ja, ja. Ich weiß schon. Die sind auf der Passionsfrucht. Krass. Sind sie schon zu hoch? Jo. Schon ein schönes Stückchen gestiegen. Schwalben. Eine Schwalbe. Ah, da sind zwei. Drei. Oder sind das Mauersegler? Mauersegler sind das. Boah. Unglaublich, ne? Was ist das denn hier für eine Frucht? Die ist ja komisch. Die mit den rot-grünen Blättern. Kenne ich nicht, weiß ich nicht. Falls es jemand weiß, bitte Nachricht. Boah, du willst jetzt bis ganz nach oben, ne? Ja, bis zur Straße, klar. Bis zur Straße. Also mindestens, wenn wir schon den oberen Teil nicht begutachten heute, zumindest diesen ganzen Teil. Okay. Ja, ja, ja. Da hat sie was vor, ne? Ja, schöne Stufen hier. Stufen, Stufen sind gut. Stufen sind dein Freund. Ja, hier sieht man die Stufen gar nicht. Da muss ich aufpassen, weil ich habe hier nur eine Hand frei. Und es ist doch etwas glitschig. Etwas aufpassen hier. Aber geht schon. Ne? Ah, hier gibt es Stufen. Das ist schön. Ja, und jetzt geht es zum eigentlichen Weinberg erstmal hoch, ne? Ja, nur Gott weiß, was da an der Seite noch kommt. Müssen wir uns alles noch angucken. Und vielleicht der Regen. Stufen. Ja. Nee. Geh du mal. Dann weiß ich, wo es gefährlich wird. Hier hat es schöne Stufen, 1 Meter hoch. Ich weiß nicht, wie das die kleinen Leute geschafft haben. Krass, ne?